Aber das ist nicht mein Steckenpferd. Ich mache das nur ziemlich professionell mittlerweile, weil ich mich so viel damit beschäftigen musste. Aber eigentlich nur, um euch Qigong zu vermitteln. Und ein bisschen Meditation und ein bisschen von dem, was ich gelernt habe durch mein wechselvolles Leben, wie man trotz wechselvollem Leben zufrieden, glücklich sein kann. Also mit wenig Geld, mit ein bisschen mehr Geld. Ist klar, mit wenig Geld ist schwieriger. Ja? Viel schwieriger. Aber da, also so bin ich quasi zu dem Qigong auch gekommen. Ich habe meditiert schon mit 4 Jahren, andere Geschichte. Und ich weiß, dass man das nicht von selber aufrecht erhält. Es muss irgendwas im Leben sein, dass man sagt, ich brauche das jetzt. Ansonsten hält man das für Zeitverschwendung. Ist es aber nicht. Ist es wirklich nicht. Man lernt sich überhaupt erst kennen. Und dieses Entdecken von Körper und Geist, jetzt sind wir schon beim Thema, von Körper und Geist Zusammenhang, überhaupt zu wissen, was Gefühle, Emotionen sind und wo die herkommen, dass da so Geschichten, die man selber macht, quasi sich immer auf diese Körpergefühle draufbappen. Deswegen kann man das auch prägen. Ja? Kann das zu Gesundung und Wohlempfinden führen, was wir auch hoffentlich langsam kultivieren, oder eben normalerweise die Tendenz ist eigentlich zum Negativen, ist klar. Negativity Bias. Eins. Nach meiner Atomuhr hier.